Ahoi, ich bin Christian Horn, 1987 geboren und wohne in Meiningen. Ich arbeite als kaufmännischer Sachbearbeiter in der Metallindustrie in Schmalkalden. Bei der Bundestagswahl kandidiere ich für die Piratenpartei im Wahlkreis 196 im schönen Südthüringen. Außerdem stehe ich auf Listenplatz 2 der Thüringer Piraten. Die aktuelle Corona-Pandemie hat gezeigt, dass die Forderungen und Themen der Piratenpartei wichtiger denn je sind. Während des Lockdowns konnten wir sehen, dass viele Solo-Selbstständige, Kulturschaffende und Studierende mit nur einem Minijob durch das Raster der bürokratischen Corona-Hilfen gefallen sind. Wir als Piratenpartei setzen uns schon seit Jahren für das bedingungslose Grundeinkommen ein. Es kann doch nicht sein, dass in einem der reichsten Länder der Welt immer mehr Menschen zur Tafel gehen müssen oder vom unmenschlichen Hartz-IV-Sanktionssystem gedemütigt werden. Ein weiterer Schritt gegen zunehmende Armut sind angemessene Mindestlöhne. Eine Studie hat gezeigt, dass man bei 35 Beitragsjahren in Vollzeit um die 18 Euro in der Stunde verdienen muss, um im Alter nicht in die Armutsfalle zu rutschen. Und diese 35 Beitragsjahre sind für viele von uns ja realistisch, weil wir haben ja immer mal so ein paar Lücken in der Erwerbsbiografie und deswegen muss es einen angemessenen Mindestlohn geben. Die Vorstellungen der Piratenpartei von transparenter Politik widersprechen dem ausufernden Lobbyismus der regierenden Parteien. Wir haben unter anderem an den Maskendeals gesehen, dass die Selbstbedienungsmentalität der Politiker, Politikerinnen teilweise kriminelle Dimensionen annimmt. Nebeneinkünfte sollen ab dem ersten Euro offengelegt werden. Wir stellen besorgt den Trend fest, dass der Überwachungsstaat immer weiter wächst. Bestes Beispiel dafür ist der Bundestrojaner, der es ermöglicht, Chatverläufe verdachtsunabhängig auszuspielen. Wir als Piratenpartei stehen für eine Politik, die die Privatsphäre der Bürger und Bürgerinnen respektiert und sie nicht wie Kriminelle behandelt. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass große Investitionen in Digitalisierung und Bildung sowie öffentliche Infrastruktur und Klimaschutz getätigt werden müssen. Wir in Deutschland können uns nicht länger auf unseren Exportüberschüssen ausruhen, gerade bei der instabilen weltpolitischen Lage, sondern wir müssen hier in die Zukunft investieren, anstatt dauernd über Sparsamkeit zu reden. Etwa beim Klimaschutz fordern die Piraten, dass die Stromerzeugung bis 2030 komplett auf erneuerbare Energien umgestellt wird. Dies hat nach Möglichkeit dezentral zu erfolgen, damit große Stromtrassen nicht mehr notwendig sind, die unsere Landschaft zerschneiden. Geben Sie Vielfalt im Parlament eine Chance. Wählen Sie am 26. September die Piratenpartei.